Zu unserem Thema heute Abend nehmen Sie mal Ihre Bibel. Da möchte ich Ihnen lesen aus Micha 4. Micha 4. Jona, Micha, Nahum, Habakkuk und so weiter. Micha 4. Ich lese Ihnen nicht den ganzen Abschnitt, die Verse 1 bis 13. Nur einige will ich daraus lesen. Es wird aber in den letzten Tagen geschehen, dass der Berg des Hauses des Herrn festgegründet an der Spitze der Berge stehen und über alle Höhen erhaben sein wird. Völker werden ihm zuströmen. Viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns wallen zum Berge des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird die Lehre ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird Schiedsrichter sein zwischen großen Völkern und zurechtweisen starke Nationen, die weit weg wohnen, also dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Rebmessern verschmieden. Und kein Volk wird wieder das andere ein Schwert erheben, sie werden nicht mehr den Krieg erlernen. Vers 11. Denn jetzt haben sich viele Völker wider dich versammelt, welche sagen, sie soll entweiht werden, damit unsere Auge seine Lust an Zion sehe. Sie wissen aber nicht, was der Herr im Sinn hat, und merken seinen Ratschluss nicht, dass er sie zusammengebracht hat wie Garben auf der Tenne. Mach dich auf und drisch, du Tochter Zion, denn ich mache dir eiserne Hörner und eherne Hufe, dass du große Völker zermalmst und ihren Raub dem Herrn weihest und ihrem Reichtum dem Beherrscher der ganzen Erde. Es ist ja ein wunderbarer Text, diese 13 Verse. Und diese 13 Verse führen uns hinein in die Zukunft, in die kommende Zeit. Es ist ja auch ein tolles Gefühl, in der Zukunft zu leben, wenn man weiß, es wird eine wunderbare Zukunft sein. Und doch hat mich die Sache mit diesem Text aus Micha sehr traurig gestimmt. Warum sind eigentlich so viele Menschen auf der Erde Antisemiten? Wenn Sie schon das Wort Jude hören, dann sehe ich, wie die Menschen zusammenzucken. Wie kommt es, dass der Antisemitismus solche Blüten treibt? Immer wieder kannst du von Rechtsradikalen Aussprüche aus der Hitlerzeit hören und vernehmen. Was ich jetzt abends in einer Sendung, eine politische Sendung im Fernsehen gesehen habe, hat mir fast die Haare zu Berge getrieben. Da sind in Russland junge Menschen, die haben sich abends im Wald versammelt mit deutschen Stahlhelmen. Sie grüßen sich alle mit Heil mein Führer und nieder mit den Juden. Das war so antisemitisch, es kroch einem wirklich kalt den Rücken rauf und runter. Und die Bewegung hat Zulauf. Jüdische Gräber werden geschändet, mit Farbe verschmiert. Und wenn wir die Gesamtstimmung gegen Ausländer in Europa, nein, in der ganzen Welt hören, dann bekommen wir einen noch größeren Schreck. Sogar Asylantenheime wurden schon angezündet, also Mord. Ich erinnere Sie an Solingen, an Hoyerswerda, an Lübeck, wo man die Synagoge zweimal schon angezündet hat. Es ist genau wie in der Hitlerzeit. Aber lassen Sie sich mal zurückführen in die Geschichte. Der Antijudaismus, bekannt als Antisemitismus, ist keine Erfindung von Hitler gewesen. Seit über 2000 Jahren ist das immer Praxis.
will mal ganz konkret die Sache heute Abend anfassen. Was ist eigentlich Antisemitismus? Geht die Geschichte dieser Bewegung noch weiter zurück? Bevor der Herr Jesus auf diese Erde kam, ließen die Völker des Nahen Ostens Israel nicht in Ruhe. Zuerst die Ägypter, dann die Assyrer, dann die Babylonier, die Griechen und zum Schluss die Römer. Immer und immer wieder erlebte Israel Hass, Krieg, Leid und Elend. Natürlich waren damals die Kriege noch nicht so antisemitisch, aber die ersten Ansätze waren schon da. Wir müssen den Antisemitismus als Antijudaismus richtig sehen und in seinen verschiedenen Gestalten. Ich habe vor einigen Jahren einmal über Antisemitismus einige Vorträge gehalten. Ich wurde dazu aufgefordert und habe das gern getan. Ich habe lange recherchiert und habe mir Gedanken darüber gemacht. Und ich bin zu folgenden zwei Realitäten gekommen. Erstens, wir haben einen christlich-theologischen Antijudaismus. Noch einmal, wir haben einen christlich-theologischen Antisemitismus. Und zweitens, wir haben einen politisch-rassistischen Antijudaismus. Zunächst etwas zum christlich-theologischen Antijudaismus. Das ist ein regelrechter Judenhass, wie ihn das Dritte Reich praktizierte. Da sagt man unter anderem, Juden sind Gottesmörder. Sie haben den Heiland ermordet. Das können Sie auch in Gotteshäusern hören. Ich will nicht näher darauf eingehen, wo. Sie würden sich wundern, wenn ich Ihnen das noch sagen würde. Dann wird freitags kein Fleisch gegessen, höchstens Fisch und Eier. Wegen des Leibes Jesu. Die Kirchenväter, die Kreuzritter, selbst die Reformatoren waren darin böse Vorbilder. Wenn Sie die Hetzschriften des alten Martin Luthers lesen, dann bleibt Ihnen bald das Herz stehen. Ich betone, des alten Martin Luthers. Selbst der Vertraute des Führers, der Vertraute des Herrn Hitlers, ein Propagandaminister, Herr Goebbels, bediente sich in seinen antisemitischen Aussprüchen aus der Quelle eines Martin Luthers. Das hat er öffentlich gesagt. Wie stimmt doch die Bibel, wenn sie sagt, sehet an ihr Ende? Dass unser Herr Jesus Gottes Sohn ist, ist für einen Rabbiner nicht akzeptabel. Aber ihn deswegen hassen, das ist Antijudaismus. Du glaubst doch auch nicht alles, was dir berichtet wird. Bist du deshalb reif für Hass? Aber lasst uns die zweite Welle sehen. Das ist der politisch rassistische Antijudaismus. Fast zwei Jahrtausende beten jüdische Menschen in aller Welt, vielleicht nächstes Jahr in Jerusalem. Immer wieder ging die Sehnsucht der Menschen nach Eretz zum Land Israel. Aber man mag die jüdischen Menschen nicht.
Man will sie nicht. Im Dritten Reich hatte die Insel Borkum eine Postkarte herausgegeben. Für jüdische Menschen ist in Borkum kein Platz. Melde dich nicht erst an, wir wollen keine Juden. Ich habe die Postkarte zu Hause liegen. Die schreckliche Form der Judenfeindschaft richtet sich heute gegen den neuen Staat Israel. Ich habe hier ein Buch von Randall Price, ganz neu. Die Wahrheit hinter den Schlagzeilen Amerika, Israel und der radikale Islam. Da lese ich dir mal was von Hass vor. Ich glaube, du wirst erstaunt sein. Pass mal auf. Dr. Ahmad Abu Halabita, ein führender islamischer Geistlicher, sagte kürzlich in einer Predigt an der Islamischen Universität in Gaza: Keiner der Juden hört auf, Böses in jeder erdenklichen Form zu tun. Sie sind alle Lügner. Sie wollen die Wahrheit verdrehen, doch die Wahrheit gehört uns. Sie sind diejenigen, die niedergemetzelt und getötet werden müssen. Wie Allah, der Allmächtige, gesagt hat, bekämpft sie. Allah wird ihnen durch euch Qualen zufügen. Das ist die Wahrheit, ihr Glaubensbrüder. Von jetzt an hat uns Allah dazu gerufen, uns nicht mit Juden oder Christen zu verbünden, uns nicht mit ihnen anzufreunden, nicht ihre Partner zu werden, sie nicht zu unterstützen und keine mit ihnen geschlossenen Verträge und Vereinbarungen zu unterschreiben. Hab kein Mitleid mit den Juden, ganz gleich, wo sie sind, in welchem Land auch immer. Bekämpft sie, wo immer ihr seid, tötet sie, wo immer ihr ihnen begegnet. Wo immer ihr seid, tötet die Juden und jene Amerikaner, die wie sie sind und die ihnen beistehen. Sie befinden sich alle auf der gleichen araberfeindlichen und antimuslimischen Seite. Denn sie haben hier, wo das Herz der arabischen Welt schlägt, in Palästina, den Staat Israel gegründet. Solche Worte, insbesondere in einer Predigt, sollen die Leidenschaften entfachen. Und daher behauptet der Redner unzweideutig, dass sie die Wahrheit beinhalten und die Sache der Wahrheit dienen würden. Fatma Abdallah Muhammad schreibt über die Juden: Sie sind verflucht im Himmel und auf Erden. Sie sind seit dem Tage verflucht, da die Menschheit erschaffen wurde. Allah hat ihnen 1000 Flüche auferlegt. Diese Verfluchten sind eine Katastrophe für die Menschheit. Sie fressen wie ein Geschwür unter den Menschen unserer Zeit. Sie sind das allgemeine Übel unserer Generation und ein für alle Zeit wirkendes Gift. Ich für meinen Teil würde mich bei Hitler beschweren und vom Grunde meines Herzens zu ihm sagen: Wenn du es nur geschafft hättest, lieber Bruder Hitler, wenn es nur wirklich geschehen wäre, dann könnte die Welt einen Seufzer der Erleichterung ausstoßen, weil ihre Übeltaten und Sünden verschwunden sind. Das muss man sich mal überlegen. Das sind die Hetzschriften, die ständig wie Giftpfeile ausgehen in die Herzen der Menschen. Oh, ich hab hier noch mehr, aber ich will stoppen, nur noch eine kurze. Ein Palästinenser aus Bethlehem sagte einmal: Arafat will keinen Frieden. Er ist ein Kriegstreiber, der möchte, dass Muslime in Scharen in Israel eindringen und die Juden und die Christen hinauswerfen.
die Führer von Hamas, islamischen Dschihad, Hisbollah und der PLO innerhalb der palästinensischen Autonomiebehörde werden vor nichts Halt machen, indem sie alles töten und zum Krüppel machen, das sich bewegt und die Bezeichnung Jude trägt. Sie rufen zu einem heiligen Krieg gegen die Ungläubigen auf. Meine persönliche Meinung ist, dass die Europäer und Amerikaner angesichts der Wahrheit bald, sehr bald aufwachen sollten, weil wir sonst alle sterben werden. Das sagt ein Palästinenser aus Bethlehem. Immer wieder ging die Sehnsucht der Menschen nach Israel. Aber die schreckliche Form der Judenfeindschaft richtet sich heute gegen den neuen Staat Israel und gegen seine Bewohner. Da kann in Israel nur etwas gegen einen Araber geschehen. Und die Welt schreit auf. Oh, die bösen Israelis, was haben sie wieder gemacht? Und wenn 10 Israelis durch Terror getötet werden, nun ja, es waren ja nur Juden. Das ist die Sprache von Hitler. Die haben viele Deutsche mit rübergenommen. Und das ist wie ein Gift verbreitet worden in der ganzen Welt. Denken Sie doch daran, wie in Tel Aviv, in Jerusalem, Busse in die Luft gejagt wurden. An der Bushaltestelle in Netanya. Bin oft da gewesen. Ein ganzer Bus in die Luft. Selbst die schrecklichen Öfen von Auschwitz werden zitiert. Und zwar von einem bekannten deutschen Fußballstar, Lothar Matthäus. Er sagte im Hass gegen einen Menschen in Holland, man hat vergessen, dich in Auschwitz zu vergasen. Das ist ein Ausspruch von Lothar Matthäus. Ich bin nicht gegen die Juden. Nur was Israel da macht, das geht nicht. Die armen Palästinenser. Juden und Israel getrennt sehen, das geht schon gar nicht. Bleiben wir doch Realisten. Israelische Politik ohne jüdische Menschen, das ist eine Farce. Israel hat ein verbrieftes Recht, dort im Lande zu bleiben. Die Völker der Welt haben ihnen den Staat ja gegeben, 48. Antijudaismus, das kommt nicht nur vom deutschen Kaiserreich. Weißt du, dass unter dem Kaiser jüdische Menschen keine Handwerker sein durften und keine Beamte? Da wurden sie Wissenschaftler, Ärzte, Biochemiker, Chemiker und Bankiers. Antijudaismus, das hat auch nicht Hitler und Arafat zu Wege gebracht. Antijudaismus, das wissen wir aus der Kirchengeschichte, kommt in frühester Zeit vom Kirchenvater Origenes. In dem Jahr 313 wurde der Begriff Christusmörder zu Gottesmördern umgewechselt. Die Bibel wurde falsch ausgelegt und so kam man dann schnell zu Ergebnissen, die einen das Fürchten lehren. Natürlich hat der Herr Jesus damals die Pharisäer und die Schriftgelehrten angegriffen und ihnen die Meinung gesagt. Hey, wehe euch, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, Matthäus 23. Auch Paulus sprach scharf gegen das Falsche im Herzen des Menschen. Aber der Herr Jesus und auch Paulus waren keine Antijudaisten, sie waren ja beide jüdische Männer. Paulus kam aus dem Stamm Benjamin. Und unser Herr Jesus aus dem Stamme Juda.
jüdische Menschen wurden nun regelrecht verfolgt. Die ersten 300-400 Jahre waren die sogenannten Gottesmörder, die Juden, freiwillig. Man hat sie gejagt und getötet. Aber die erste Gemeinde auf dieser Welt, die an Jesus Christus gläubig wurden, waren alles jüdische Menschen. Wollen Sie das mal lesen? Apostelgeschichte, schlagen Sie mal Ihre Bibel auf. Ich will Ihnen gerne Unterricht geben, wie es da steht. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 5. Es wohnten aber zu Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Vers 14. Da tat Petrus mit den Elfen auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr jüdischen Männer und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnet. Haben Sie Vers 22? Ihr israelitischen Männer. Vers 36. So erkennet nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Die Anrede war, ihr jüdischen Menschen. Dann kam noch das schlimmere Übel. Alle Verheißungen, die für Israel geschrieben waren, gingen über auf die Gemeinde. Wir von der Gemeinde. Ich habe mal einen Bruder kennengelernt, das ist kein Märlein, was ich Ihnen erzähle. Ich habe in den Dienstjahren, in den bald 50 Dienstjahren, die ich hinter mir habe, einiges erlebt. Sie dürfen mir das doch glauben. Ach, was ist es doch eine Herrlichkeit, dass der Herr uns als seine Gemeinde so wunderbar in den Mittelpunkt gezogen hat. Da geht alles andere weg, auch die Juden. Ich habe Brüder kennengelernt, die haben mir die Bedingung gestellt, wenn du nochmal bei uns predigst und du predigst so über Israel, laden wir dich nicht mehr ein. Eine führende Brüderversammlung in Westdeutschland. Im freikirchlichen Raum haben wir auch so theologische Artisten, so Seiltänze. Ich möchte Ihnen einen Mann vorstellen, der ist schon gestorben und wir wollen nichts über einen toten Menschen sagen. Er war Lehrer am Seminar der Freien Evangelischen Gemeinden für Deutschland in Eversbach. Er hat ein Buch geschrieben. Wenn Sie das angefasst haben und haben einige Seiten gelesen, müssen Sie sich erst die Hände waschen. Es heißt, das Heil für Israel. Aber er stellt Israel gleich wie Holland und Belgien und Deutschland und USA. Israel hat nichts zu bedeuten. Alles, was im Alten Testament an Segnungen geschrieben ist für Israel, geht kompromisslos über auf die Gemeinde des lebendigen Gottes. Ich bekam dieses Buch zur Rezension, als er noch lebte. Mir ist der Atem stecken geblieben, als ich die ersten Seiten aufschlug. Und dann habe ich eine gründliche theologische Durchsicht vorgenommen.
Ich habe dann eine Rezension geschrieben, da blieb von dem Buch nicht mehr viel übrig. Was meinen Sie, was ich für einen Brief von Herrn Wiesemann bekommen habe? Den habe ich mir aber hinter den Spiegel gesteckt. Anstelle des alten Volkes Gottes hat Gott jetzt das neue Volk Gottes gestellt. Wir haben mit dem alten Volk Gottes nichts mehr zu tun. Das Heil für Israel, so hieß das Buch. Nein, so können wir das nicht sehen. Das ist Anti-Judaismus. Da müssen wir uns vorfürchten. Lassen Sie mich etwas klarstellen. Die Gemeinde und das Volk Israel haben eine Wurzel hier in der Bibel. Eine Wurzel. Aber es sind zwei Heilskörper. Israel und die Gemeinde. Da lesen wir im Römerbrief, Kapitel 4, Vers 16. Abraham ist unser aller Vater. Ist er dein Vater auch? Nee, habe ich nichts mit zu tun mit Abraham. Das ist ja für die Juden. Da, für die Juden. Wir glauben aber beide an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir sind beide auf dem Wege dem Messias entgegen. Wir warten beide, Israel und die Gemeinde, auf den Herrn. Die einen, dass er sichtbar das Reich aufrichtet auf dieser Erde für Israel, und die Gemeinde, dass sie entrückt wird. Das ist die klare Linie der Bibel. Du kannst es gar nicht anders sehen. Gott hat seinem Volke Israel Gnade und Segen verheißen. Er hat es gleich zu Anfang dem ersten Hebräer gesagt, Abram, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Meine lieben Geschwister, es wird höchste Zeit, dass wir uns auf die Seite Israels stellen. Wir müssen täglich für dieses Volk Israel beten, damit es uns gut geht. Ist ja paradox, wenn man sowas hört. Aber das ist die Realität. Israel, wir können dich niemals vergessen. Wie sagte doch der Herr in Jesaja 44, Vers 21. Ich vergesse dich nicht, mein Volk Israel. Jesaja 44, 21. Immer wieder wird den jüdischen Menschen vorgeworfen, dass sie geistlich blind seien. Sie haben ja die Decke des Moses vor Augen. Und dann bedauern wir noch sehr fromm die armen, armen jüdischen Leute. Es sieht aber heute anders aus. Die meisten Gotteskinder sind blind. Und sie haben die Decke des Mose vor ihren Augen. Was hat Gott der Gemeinde gesagt? Du weißt nicht, dass du bist blind, elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Offenbarung 3, Vers 17. Das ist unsere Laodicea-Zeit. Wir sehen einfach nicht, dass Prophetie in Erfüllung geht. Was denkst du, wie viel gläubige Juden es in Israel gibt? Die wiedergeboren sind. Ganz enorm ist in den letzten Jahren die Gemeinde in Israel gewachsen. Man darf heute in Israel öffentliche Versammlungen machen.
Man darf auf die Straße gehen mit großen Plakaten. Man darf seinen Glauben bekennen. Wir sehen einfach, wie Prophetie in Erfüllung geht. Vor unseren Augen geht es in Erfüllung. Hören wir doch mal die Schrift. Psalm 129, Vers 5. Es müssen zu Schanden werden und zurückweichen alle, die Zion hassen. Wie hat dieser Hass gegen Israel gerade uns getroffen, uns Deutsche? Wir wollten Israel vernichten und wir sind vernichtet worden. Das hat uns getroffen. Wie viele Jahre waren wir in Deutschland geteilt? Deutsche rechts, Deutsche links und doch getrennt. Wir steckten 6 Millionen in die Öfen und dann kam das Elend über uns. Da steckte Gott uns in die Öfen der Drangsal. Ich habe jetzt noch einen Film gesehen über die Vertreibung von Ostpreußen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, es war noch nicht die Hälfte. Ich sag, ich kann es nicht mehr sehen. Mir kamen die Tränen. Wie die Menschen mit den Karren, mit den Wagen ins Haff gefallen sind, das Eis ist durchgebrochen. Dann sind andere Wagen drumherum gefahren und die brachen auch ein. Zu Tausenden, zu Abertausenden haben die Russen in die Drecks hineingeschossen. Und die Leute sind tatsächlich verreckt. Das war Gottes Sprache. Hoffentlich haben wir es verstanden. 40 Jahre war Deutschland eine getrennte Nation. Schau es dir in den Annalen der sogenannten Siegermächte doch einmal an. Der Untergang Nazi-Deutschlands. Ich glaube, dass wir besser das Buch Esther studiert hätten. Dann wären uns bestimmt einige Erlebnisse gekommen und einige Erkenntnisse. Wie war es damals am Königshof des Königs Ahasveros in Persien? Haman, sein Minister, bekam ein Schreiben und er durfte eine großartige Judenverfolgung einleiten. Doch der Herr, unser Gott, hatte die Königin Esther auserwählt und sie bekam vom König die Erlaubnis des Widerrufs. Jedes Jahr feiern die Israelis das Fest Purim und denken dabei an die herrliche Errettung durch ihre Königin Esther. Nicht nur der Haman, auch seine 10 Söhne wurden gehängt. Unsere Esther, meine Tochter, wurde geboren. Ich kam aus dem Haus und da kam ein früherer Kriminalhauptkommissar von den Nazis mir entgegen. Dass er nicht Heil Hitler sagte, war alles. So, ich habe in der Zeitung gelesen, Sie haben ja eine Tochter bekommen. Eine jüdische Tochter, Esther. Oh, ich sag, da freue ich mich drauf. Wie kann man nur ein Kind so nennen? Bah! Dann drehte er sich um und ging. Ich war sprachlos. 2 Jahre später hatte ich eine Trauerfeier. Ich hatte eine Frau zu beerdigen. Da sagte mir der Friedhofsverwalter, wir haben einen Prominenten hier liegen. In Zelle 7, der ist vorgestern gestorben. Ich sag, wer ist das? Ja, Kriminalhauptkommissar Güte. Ah, sag ich. Ah, da will ich mal eben hin. Da bin ich reingegangen, da lag er da.
Na, habe ich ihm gesagt, laut. Was willst du denn jetzt noch hier sagen? Keine Antwort. Kriegst du deine Klappe nicht mehr auf? Keine Antwort. Hast du jetzt auch noch Juden? Keine Antwort. Ich sag, du bist nicht mal fähig, eine Frage zu beantworten. Da schlug ich die Tür zu, da habe ich ihn allein gelassen. Aber ich hab's genossen. Unsere Esther lebt und ist im geistlichen Dienst und er ist schon lange von den Mäusen aufgefressen. Aber weißt du, nicht nur Haman, auch seine 10 Söhne wurden getötet. Aber da ist etwas in der Bibel, das lese ich Ihnen mal vor. Oder wollen Sie mal mit aufschlagen? Das Buch Esther. Ja, das findet mal einer. Da, schlag mal die Psalmen auf. Kurz vor den Psalmen ist Hiob, Esra, Nehemia und dann kommt Esther. Esther. Lies mal mit mir, Kapitel 9. Kapitel 9. Vers 7. Dazu erschlugen sie, Kapitel 9, Vers 7. Dazu erschlugen sie Parsandata, Dalfon, Aspala, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, Fajesata, die 10 Söhne Hamans, des Sohnes da wurden sie getötet. Nach der Tötung fragte der König, was er noch tun sollte. Was bittest du nun? Vers 12. Was forderst du mehr? Vers 13. Esther sprach, gefällt es dem König, so lasse er auch morgen die Juden zu Susan handeln nach der heutigen Verordnung. Die 10 Söhne Hamans aber soll man an den Galgen hängen. Wie kann man das verstehen? Wo doch die 10 Söhne schon tot waren. Nun muss ich Ihnen aus einer Zeitschrift, aus einer jüdischen Zeitschrift etwas vorlesen. Dabei kann es einem kalt über den Rücken laufen. In der Liste der erhängten 10 Söhne Hamans sehen wir 3 hebräische Buchstaben. Das Tau, das Shin und das Zayin. Das sind die 3 letzten Buchstaben. Die israelische Schrift besteht ja nur aus Konsonanten, keine Vokale. Sie bedeuten nach der hebräischen Zeitrechnung das Jahr 1946. Passen Sie gut auf. In diesem Jahr wurden in Nürnberg die 10 höchsten Nazi-Verbrecher, die uns ins Unglück gestürzt haben, aufgehängt. Normal wären es 11 gewesen. Aber Hermann Göring beging Selbstmord. Erinnern Sie sich? Ja. Und noch seltsamer, das will ich Ihnen auch sagen, der schlimmste Judenhasser, der da drunter war, war Julius Streicher. Er schrieb für den Stürmer. Das schlimmste Judenhassblatt, das ich je gelesen habe. Er sagte vor seiner Hinrichtung noch das Wort, und das hat mich aufgebracht, das hat mich aufgemacht. Nun erlebe ich mein Purimfest 1946. Und die Hinrichtung fand am 16. Oktober 1946 statt. Es war der Tag Hoshana Rabbah. Dieser Tag gilt als der letzte Tag des Gerichtes in der Reihe der hohen jüdischen Feiertage. Das verbinden Sie mal. Lesen Sie es nachher in Ruhe. Sie können doch schlafen.
die sind tot. Aber man kann staunen, wie die Bibel wahr ist und was die Bibel uns zeigt. Und meine lieben Geschwister, wie zuverlässig die Bibel ist. Du kannst dich auf deine Frau verlassen, solange du sie siehst. Du kannst dich auf deinen Mann verlassen, solange du ihn siehst. Aber ein hundertprozentiger Verlass gibt's nur bei der Schrift. Ich habe das mal radikal gesagt. Verlass dich weiter auf deine Frau und auf deinen Mann, ist okay. Aber wir haben es hier mit einem Abschnitt in der Schrift zu tun. Und meine lieben Freunde, die Weltgeschichte wird nicht im Abendland entschieden, sondern im Morgenland, im Nahen Osten. Weißt du, was Napoleon gesagt hat? Nicht im Okzident, sondern im Orient fällt die Entscheidung Gottes. Das hat Napoleon gesagt. Und es soll geschehen an jenem Tage, Zacharia 14. Da werde ich alle Nationen bei Jerusalem zum Kriege versammeln. Und es soll geschehen, dass Jerusalem zum Laststein für alle Völker wird. Antisemitismus, Antijudaismus lohnen sich nicht. Er bleibt, Gott, der Vater in Israel. Wer Nein zu Israel sagt, sagt Nein zum lebendigen Gott. Er hat sich mit seinem Volk so verbunden, dass du es nicht mehr rausreißen kannst. Du liebst Gott, er liebt dich auch. Weißt du, was das bedeutet? Er gab für Israel und für dich seinen geliebten Sohn. Weißt du, was Liebe bedeutet? Ich will dir noch zum Schluss, und damit möchte ich schließen, dir einen Liebesbericht vorlesen. Ich erzähle dir aus einer alten jüdischen Schrift etwas. Das sind meine Lieblingsbücher, Judaistik. Das unterrichte ich auch im Seminar. Ein Rabbi und seine Frau waren kinderlos. Sie wohnten in Jerusalem und sie beteten viele Jahre. Dann erhörte der Herr sie. Und sie bekamen einen Avi und einen Ruben. Ah, was waren die beiden glücklich. Wir haben zwei Söhne, schrie der Vater in die Synagoge. Und dann haben sie geklatscht und haben getanzt. Ach, es war ein herrlicher Tag. Zwei Söhne. Der Vater war viel unterwegs. Man würde sagen, er war so Reisender, Evangelist, so nicht so, aber als Rabbiner in den Synagogen. Die Kinder waren inzwischen herangewachsen, sie waren 11 Jahre. Und als der Vater eines Tages wieder unterwegs war, eine große Epidemie war in Jerusalem, da starben die beiden Söhne, Avi und Ruben. Du kannst dir vorstellen, was bei der Mutter los war. Seine Frau war aber eine sehr kluge Frau. Und der Vater kam 14 Tage nach der Beerdigung seiner beiden Söhne wieder nach Hause. Er wunderte sich schon. Seine Söhne kamen ihm nicht entgegengesprungen. Er kam nach Hause. Wo ist Avi? Wo ist Ruben? Setz dich. Nur sag mir doch, wo sind die Jungs? Nimm Platz, sagt seine Frau ganz ernst. Er guckt sie an.
Ich muss dir was erzählen. Vor 12 Jahren habe ich mir bei der Nachbarin 2 wunderbare Ohrringe mit jeweils einem Diamanten geliehen. Nun wollte sie die Diamanten zurückhaben, aber sie gefallen mir so gut, ich will sie ihr nicht zurückgeben. Der Rabbi guckte seine Frau an. Was man sich geliehen hat, das muss man zurückgeben. Dann erzählte die Frau vom Tod der beiden Söhne, Avi und Ruben. Der Rabbi weinte zusammen lange mit seiner lieben Frau. Sie beteten. Und dann sagte er, 2 Edelsteine wurden uns verliehen. Nun haben wir sie dem Besitzer, dem Vater im Himmel, unserem Gott, zurückgegeben. Liebe heißt geben. Liebe heißt nicht nehmen. Er liebt uns. Und so lieb wie der Vater und die Mutter Ra den Avi und den Ruben hatten, so lieb hat Gott sein Volk. Vergessen Sie das nie. Hat Gott sein Volk verworfen? Das sei ferne. Das sei ganz weit weg. Israel, du darfst dich freuen. Gott ist mit dir, wie er auch mit uns, mit der Gemeinde ist. Und Gott hat sich verpflichtet, die Gemeinde nach Hause zu holen und für sein Volk und Erbe Israel zu kommen. Und das müssen wir uns merken. Bei allem Antijudaismus, bei allem Antisemitismus, die Pforten der Hölle werden es nicht überwinden. Israel nicht und die Gemeinde. Und wir wollen ausrufen mit dem Psalmisten und damit schließe ich. Psalm 129, Vers 8. Psalm 129, Vers 8. Israel, wir segnen dich im Namen des Herrn.